Huch! Was ist das denn jetzt? Ich hätte ihn doch getroffen. Ich habe den genau in den Hals getroffen. Oh Mann, zwei Schüsse versiebt und wir haben nur noch drei. Im Safe war auch keine Munition. Das wirft kein gutes Bild auf mich. Aber ich kann nichts dafür. Das lasse ich da erstmal eingefroren. Ich versuche mal gerade Frischfleisch zu kriegen irgendwo. Aber ich fürchte, wir haben die hier vertrieben. Es ist kalt. Das darf doch nicht wahr sein. Und wieso riecht es hier gerade so nach Essen? Oder so? Ich weiß auch nicht genau, ob die Rehe dann wieder zurück an ihren Ursprungsort kehren oder ob wir die dann wirklich durch den Wald jagen müssen. Und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, ob die einfach hier runter... Die Rehe wahrscheinlich schon, wir wahrscheinlich weniger. Aber ich möchte jetzt natürlich nicht blind durch den Schneesturm laufen und mich dann womöglich verlaufen. Das wäre nicht so geil. Scheiße, vor allem das eine Mal, der eine Schuss saß. Ich hätte das Ding in den Hals treffen müssen. Eine Patrone ist ja nicht wie ein Pfeil, dass der dann absackt. Spannend wäre es natürlich, wenn man jetzt Freezing, ja, ja. Wir schlafen ja eh gleich noch ein Ründchen. Oder? Ich weiß gar nicht. So, liebe Tierschützer, es tut mir leid. 8,5 Kilo. Hohohoho. Ich hoffe, ich werde nicht verdursten in der Zeit oder erfrieren vor allen Dingen. Geil. Ach, und hier oben ist noch Hyde und Gut. So, wir sind encumbered. Das macht aber nichts. I'm gonna have to leave something behind. Huch, das macht natürlich überhaupt nichts. Scheiße. Food and Drink, Energy Bar. Das Problem ist auch, dass wir momentan natürlich massiv... Weil wir so viel überladen sind. Ich hätte vielleicht doch nicht. Ich hätte vielleicht nicht gleich so übertreiben sollen. So, 1000 Kalorien. Wir verlieren gerade massiv Kalorien natürlich. Geil, unser erstes selbstgelegtes Reh. Ich bin ein bisschen stolz. Natürlich, es ist ein virtuelles Reh. Normalerweise würde ich dem natürlich nichts antun. Lieber würde ich verhungern. Huch. Gab es natürlich auch Kommentare. Lieber würde ich verhungern, als einem Tier was anzutun. Aber ganz ehrlich, niemand, der sowas geschrieben hat, war jemals auch nur annähernd in einer solchen Situation. Ich glaube, wenn man wirklich in so einer verlorenen, hoffnungslosen Situation ist, dann sieht man die Dinge ganz bald sehr anders. Denn der Mensch ist nun mal auf Überleben ausgelegt. Da kommt man gegen seine genetische Programmierung. Naja, da kommen, glaube ich, nur die gegen an, die wirklich am überzeugtesten davon sind. Und das sind beileibe nicht alle und auch nicht alle, die denken, sie wären es. Weil, wie gesagt, die Situation ist dann immer eine andere. Das ist getting kind of heavy. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, schon klar. Ne? Ja, ich tue ja mal hier so eine Metal-Container da rein. Ne? So, wir haben Essen. Boah, wir haben Essen. Oh, mein lieber Scholli. Geil. Das
20 Kilo passen da rein. Das ist so eine super Fresk, Alter. Ist eine super Fresskiste. So, ich weiß gar nicht, was das alles aufessen können. Ehrlich gesagt. So, wo haben wir denn hier Quality Winter? Das ist natürlich alles super. Wir werden ein bisschen Holz brauchen. Ja, ja, ja. Ich will das Holz ja auch essen. Was suche ich gerade? Ach ja, genau. Ich suche gerade, was wir dann noch alles rausgeschnitten haben aus dem Reh. Die Lupe brauchen wir eigentlich gar nicht. Hm? Sehe ich das gerade nicht, oder? Ach, 4 Leder, da ist es ja. 0,4 Kilo. Wir haben 27 Kilo momentan, die wir mit uns rumschleppen. Das ist definitiv auch noch zu viel. Alter Schwede. Okay, pass auf. Wir machen mal Folgendes. Ich mache uns mal ein Öfchen, das Öfchen an hier. Ich hoffe, das geht zumindest. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Lass dich nicht so hängen. Lass dich nicht so hängen. Ich will dich nicht bedrängen, aber lass dich nicht so hängen. Lalalala. Ja, hervorragend. So, was kann ich noch an Holz reintun? Zack. Da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Und ich würde sagen, wir kochen uns erstmal ein bisschen was ab. So. Was zu essen, also was zu trinken brauchen wir natürlich auch noch. Aber erstmal würde ich sagen, wir hauen uns hier mal 1000 Kalorien auf die Rippen. Ach, wie geil. Boah, wie ich mich gerade freue. Also wie gesagt, die Knarre macht echt den Unterschied. Das muss man leider so sagen. So, jetzt schmelzt sie uns noch ein bisschen Wasser ein. Achso. Das kochen wir natürlich auch noch ein bisschen ab. Und draußen pfeift wieder der Wind durch die Gegend. Equipment Water Portable Drink. So, das sieht schon ganz anders aus. Wir sind natürlich ein bisschen erschöpft. Eine Candy Bar hau ich mir nochmal eben... Nee, hau ich mir jetzt mal nicht rein. Die spare ich lieber. Andererseits, ganz ehrlich, spare ich nicht. Wir hauen uns die jetzt rein. Oh, draußen, das Wetter schlägt gerade ein bisschen um. So, ist es bei dem Wetter nicht schön, wenn man hier am Herdchen sitzt und ein bisschen kochen kann? Ist das nicht schön? So, es ist 10. Wir sind natürlich ein bisschen erschöpft, das weiß ich selber. Wir müssen aber momentan ausnutzen, dass wir so lange Feuer haben. So, zweimal gekocht. Wie viel passt denn hier eigentlich rein? 40 Kilo, na super. Ich würde sagen, da packe ich dann mal die gekochten rein, oder? Das sieht aus wie ein Kühlschrank, also nicht wirklich, aber ich tue mal so, als ob. Dann haben wir da so ein paar Essensvorräte drin. So. Und dann braten wir uns mal einen zurecht. Alter, wie cool das ist. Also, wie gesagt, letzte Runde, ich sage ja, die Knarre hat gefehlt. Hätten wir letzte Runde die Knarre gehabt, wir hätten locker überlebt. Es waren kaum Wölfe da. Das war eigentlich echt super. So, ich hoffe, wir kriegen das letzte Ding auch noch gewuppt. Könnte knapp werden. Kriegen wir nicht gewuppt. Ach doch, kriegen wir gewuppt. Super. Dann haben wir noch 13 Minuten. Oh, Alter, draußen ist so ein Scheißwetter. So, Food and Drink, wie sieht's aus? 100% alles noch, hier auch. So, 24. Okay, eigentlich können wir uns so ein Ding gleich mal wieder reinklemmen. Das mache ich auch gerade mal eben. So, wie viele Kalorien haben wir? 1023, da kann ich das echt nochmal essen. Und dann können wir theoretisch auch nochmal eine Runde schlafen gehen. Es ist 12 Uhr. Ich schlafe mal 2 Stunden. Ich schlafe mal 3 Stunden. Njam, 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 njam. Ach ja, ach ja. So, Fatigu ist wieder ein bisschen runter. Dafür haben wir mehr Durst.
So, Reclaimed Wood. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Feuer machen soll. Wir können das natürlich jetzt hier unterm Bett lassen. Das, ich weiß nicht genau, 87%. Ich weiß nicht genau, wie lange das noch so bleibt. Wie sieht's mit dem Fleisch hier aus? 99%. Also es bleibt auf jeden Fall länger erhalten, wenn man das kocht. Also brät in dem Falle. Wir haben noch ein bisschen vier Firewood. Wir braten, was wir kriegen können, würde ich sagen. So, ein paar Zeitungen haben wir ja auch. Ach, komm schon. Wir haben nur noch eine Zeitung. Nee, bitte, 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 komm schon, 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 komm schon. Ja, super. Okay, dann hauen wir gleich das Holz nochmal mit rein. Hätte ich mir vielleicht vorher schon mal rausnehmen sollen. Dann braten wir uns das gleich alles nochmal durch. Lal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 
Denn wir werden Wasser brauchen. Wir werden Wasser brauchen, wir werden Wasser brauchen. Bei dem Wetter Holz sammeln. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber immerhin. Naja, das meiste Holz haben wir jetzt zu Hause. Sunsetting. It's gonna get a lot colder soon. Ja, ich weiß. Wir sammeln aber nur Holz und dann gehen wir wieder nach Hause. Dich lasse ich leben da drüben. Dein Kumpel hat es leider erwischt, das tut mir sehr leid. Was riecht denn hier so gut gerade? Mann, irgendwer kocht hier was Leckeres, glaube ich. Das ist bestimmt der gebratene Hirsch, der hier so gut riecht. Okay, ich versuche hier mal ein bisschen Holz zu finden. Bis 21 Uhr, eine Stunde nur, ne? Zehn Prozent kostet das unser Hatchet, also unsere Axt. 71 Condition. Ach du Heilige. Wir haben nichts gefunden. Wir haben eine Stunde rumgesucht und wir haben nichts gefunden. Aber wie cool das aussieht mit dem Fensterchen und so, ne? Ich gehe hier nur gerade... Ich gehe gerade völlig blind hoch, weil ich nichts sehe. Ich vertraue nur darauf, wie wir vorher gegangen sind. Wo ist denn die Tür? Wir stehen vor dem Haus. Da geht doch hier die Treppe hoch. Da ist die Tür. Das Problem ist nur, drin ist natürlich noch... Ah, ich sehe hier sogar Schemen. Das ist ganz gut. Okay, das war gerade das sinnloseste Unterfangen überhaupt. Wir haben kein Holz gefunden. Wie beschissen ist das denn bitte? Wir haben kein Holz gefunden. Eine Stunde gesucht und null Holz gefunden. Kacke. So, da hau ich mir gerade nochmal eben das Ding rein. Wir brauchen das Holz ja, um uns Feuer zu machen für ein Wässerchen. Was zu essen haben wir dann? Das ist ja schon mal ganz gut. Alter, wir fressen das Reh einfach so weg, ne? Zwei Wakey Time. Wir haben nichts zu trinken. Ich muss schlafen, aber wir haben nichts zu trinken. Ich kann nicht so lange schlafen. Wir können nicht mal unsafe water, wir können nicht mal Schnee essen. Weil wir kein beschissenes Holz gefunden haben. Wir haben ein schönes Schießgewehr und werden hier verdursten. Das wäre es natürlich, weil wir kein beschissenes Holz gefunden haben, obwohl wir eine Stunde im Wald gesucht haben. Dehydriert. Ja. Ah, ein Orange Soda haben wir noch. Okay, Equipment, Orange Soda, trinken. So. Das hat nicht sehr viel gebracht. So eine Kacke, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben nichts gefunden. Wie kann das denn? Das ist doch nicht wahr. Guck mal, da sind wieder zwei. Und da ist noch ein festgefrorenes. Also wenn wir Patronen hätten, die wir ja diesmal nicht gefunden haben... Hallo? Och nö, auch bitte nicht. Macht jemand das Licht aus? Ich will doch nur Holz sammeln. Leck mich doch am Arsch. Ich will was trinken. Verdammtes Spiel, du elendes. Scheiß Mobbing-Spiel schon wieder.